Woche. Oberschenkel, Schultergürtel. Das eine dynamisch und das andere statisch quasi. Obwohl ich statisch nicht hinbraue, das brauchen wir auch gar nicht. Kniebeuge halten in der Parallele. Ihr guckt natürlich, je nachdem, wie ihr das anatomisch könnt, dass ihr hier in die Parallele geht und so lange haltet, wie ihr könnt. Ja, im besten Fall bleibt ihr schön aufrecht. Die Leute, die es nicht können, mit den Fersen hochkommen, stabilisiert das gleich insofern, dass ihr euch irgendwas drüber legt, weiß nicht, was ihr zu Hause habt. Ja. Kochtopf unter die Scheiben, vielleicht habt ihr auch einen Home Gym, dann könnt ihr das nutzen, wie auch immer. Ja, für Leute, die quasi das nicht können. Ansonsten, wie gesagt, in die Parallele, ja, Oberkörper aufrecht und so lange halten, wie ihr könnt, bis ihr merkt, es geht nicht mehr. Dann runter und rein Liegestütz. Schön ordentlich sauber. Die Mädels, oder die schwachen Jungs, das ist nicht böse, ne? Auf den Knien. Dann kurze Pause, wieder halten, so lange wie ihr könnt. Wenn das durch ist, wieder runter und zwei Liegestütze. Dann wieder halten, bis ihr nicht mehr könnt. Dann drei Liegestütze. Und das zieht er durch, bis er gar nicht mehr halten kann. Okay, ich denke, es sind ein paar Runden drin. Wenn er merkt, es wird tricky, macht er zwischendurch mal eine Pause, 30 bis 60 Sekunden, aber versucht das kontinuierlich weiterzuziehen. Ich denke mal, damit kann man sich auch eine Stunde beschäftigen. Viel Spaß, bis gleich.